Ja, genau, in dem Augenblick. Ah! So, aufspießen tut sehr weh. Provokation. Jetzt möchte ich eigentlich noch vor dem Viech dran kommen. Cool. Das macht keinen Schaden. Und ich finde, der ist sogar schwieriger als der letzte Endboss. Also, weiß nicht, ob es ein, also ein, ich weiß sogar nicht, ob das ein Kapitelboss war. Also, der war eigentlich zu leicht für einen Kapitelboss. Aber okay, soll mir Wayne sein. Und ich bin tot. Okay. Kampf neu beginnt, natürlich. So fängt jede Folge natürlich bei mir an. Ich sterbe zu direkt mal. Aber ich möchte dann, wenn ich schon dabei bin, nein, die Dinger hier ändern, genau. Kannst du denn noch was anderes? Nein, kannst du nicht. Was kannst du denn? Du kannst die drei. Das Einzige, was man hier noch machen könnte, wäre so. Da möchte ich aber den nach da setzen. So. Blende haben wir noch zwei, aber die möchte ich nicht so verschwenden für diese Gegner hier. Für diesen, der gar nicht mal so schwer ist, aber ich mich einfach nur ein bisschen dämlich anstelle gerade. Und. Ach nö, keine Analyse. Du sollst. Bashoran. Okay. Das ist aber klug, dass du sie als erstes eilst. Ah! So. Oh, ich kratze mir am Kopf. Bin ausgewichen. Coole Sache. Mach einmal so. Bleib hier weiter zu Hera. Aber wenn ich Glück habe, klappt das sogar so. So, jetzt darf ich einmal ganz kurz. Das klappt so nicht. Okay. So, du haust gegen unser Schutzschild. Wir müssen knüppeln. Wir haben keine Wahl eigentlich, wirklich. Because. Ja, müssen wir halt immer ein bisschen hin und her switchen. Und aufpassen, dass er uns. Na, und aufpassen, dass er nicht sowas macht. Genau. Gegenstände. Phönixfeder. Auf da. Das Einzige, was wirklich gefährlich ist, ist das Aufspießen. Das ist ein bisschen schwachsinnig, Lightning, dass du da heilst. So, jetzt hat er sein. Jetzt dürfen wir mal zwei Runden knüppeln, habe ich so das Gefühl. Ich habe Angst vor dir. Ich habe gewaltige Angst vor dir auf einmal. What the hell? Was bist du denn?
Quatschbalder, ja, klar. Mach doch gleich Genickbrecher. Provokation. Ja, klar. Aero-Ra. Ist ja nicht so, als wenn da Schaden machen würde an uns oder so. So, versuchen wir direkt mal was. So, sie macht auf jeden Fall. Sie, natürlich. Das große Viech ist eine Sie. Das große Viech macht auf jeden Fall gerade nicht den größten Schaden. Deswegen retten wir uns mal ganz schnell. Und damit da was bleibt, knüppelt so schnell drauf. Ah. So, unsere Leiste füllt sich hier ganz schnell. Füllt die sich durch die Provokation auch wieder? Das würde mich ja mal interessieren. So, wir haben ja nur die Wahl. Wir müssen ihn kaputt knüppeln, sobald er einmal wirklich da im Dingsmodus ist. Aber den erstmal reinzubekommen, das ist gerade echt die Schwierigkeit. Nicht provozieren. Nein, provozieren nicht noch. Noch. Nicht erst noch. Das ist wie mit den Mafia-Bossen. Man darf die auch nicht provozieren. Das endet nur böse. Als Klaus Normalverbraucher. Otto Normalverbraucher. Endlich. Jetzt darf ich mal ein bisschen. Mir egal. Okay. Das ist mir nicht egal, habe ich gerade gemerkt. Heil dich, heil dich, heil dich. Ich weiß nicht, ob das noch innerhalb des Dings ist, aber wir müssen jetzt wirklich draufknüppeln. Leute, kommt ihr beiden Mädels, ihr schafft das. Boah, schwere Geburt. Schicker Rock. 2 Sterne, ich glaube, das ist wenig. Doch, ich hatte schon mal weniger. Schmutzkralle erhalten. Giant Monster ist down. Und so viele bunte Lichter. Und eine Cutscene. Hey, Fang. The others are safe, right? If any of us got caught, they'd make an announcement. Yeah, they would. They'd have to let everyone know that the big bad Lassie can't hurt them no more. These cocoon people, bunch of cowards and blowhards. These cocoon people have spent centuries under Falsi law, in constant fear of a Pulse invasion. If it weren't for Sarah, I'd have been out there too, hunting with me. Would have been nothing but targets to me. Crown of Pulse is just as twisted. Cocoon's a floating nest of vipers, ready to strike. Or so I thought. So, you became a Lassie to fight the vipers. And destroying the nest is your... I mean, our focus now. Until we woke up here, we've been in crystal stasis. Which means we must have completed our first focus. I remember that part. My childhood's clear as day. But the one thing I need, it's just gone.
blank. Like an empty page. I reach for the memory, and nothing's there. And there's my brand. It's all messed up. Benil and me, we lost our past and our focus. And now, you want to find them? Be a pulse, Lucy. An enemy of Cocoon? Pulse and Cocoon can rot for all I care. If I don't figure out our focus soon, Benil's gonna be a Sith. I'll tear down the sky if it'll save her.